Behutsam entfacht Alejandro die Glut. Seine Familie und Freunde rücken vorsichtig ans wärmende Feuer. Nun werden sie sich gegenseitig ihre Träume erzählen. Wir sind beim Volk der Zaparas im Regenwald Ecuadors. Am frühen Morgen deuten sie ihre nächtlichen Visionen und planen dann den kommenden Tag. Wer nicht richtig träumen kann, bekommt mit der Wirklichkeit Probleme, sagen die Zaparas. Am Morgen trinken sie Chicha, ein nahrhaftes Gebräu aus Maniokwurzeln. Alejandro beginnt zu erzählen. Ich träumte, ich war im Wald unterwegs, um Tiere zu jagen. Plötzlich tauchte ein Tapir vor mir auf, der direkt auf mich zulief. Ich bekam einen Schrecken und rannte davon. Der alte Schamane Don Telmo Dava versucht, den Traum zu deuten. Du brauchst keine Angst zu haben. Der Tapir hat es gut mit dir gemeint. Er wollte Kontakt aufnehmen. Wie Schlafwandler jagen die Zaparas ihren nächtlichen Erlebnissen nach. Träume sind für sie die andere Seite der Wirklichkeit. Mir ist ein Vogel erschienen, der in den Fluss tauchte und in der Unterwelt verschwand. Dort begegneten ihm Schildkröten und Boas, lange, riesige Schlangen. Gemeinsam sind sie durch das Wasser geschwommen und haben sich gut miteinander vertragen. Langsam wird es hell im Dorf Masaramo. Der Nebel taucht den Regenwald in ein magisches Licht. Der Tag beginnt wie im Traum. Zaparamänner fühlen sich gewappnet für den heutigen Tag. Ihre Träume waren gut gewesen. Also haben sie beschlossen, auf die Jagd zu gehen. Mit ihren Kanus gleiten sie den Kunambo hinauf. Gerne haben wir unsere Reise durch Amazonien bei den Zaparas begonnen. Ursprünglichkeit verbindet man mit den Menschen im Regenwald gemeinhin. Bei diesem Volk erleben wir sie. Fast lautlos bewegen sie sich bei der Jagd durch den Wald. Auch wenn sie in der Nacht von Tapiren träumen, meist stellen die Zaparas listenreich kleinen Tieren nach, Vögeln und Affen. Mit Blasrohren schießen sie ihre Pfeile ab. Die sind mit tödlichem Curare-Gift eingeschmiert, einem Pflanzengift, dessen Substanz sich im Wald findet. Einer der Jäger hat oben im Baum ein Tier gesichtet. Der Hund zieht los und bald findet auch Alejandro sein Opfer, einen kleinen Affen. Er ist an Atemlähmung gestorben. Das Gift paralysiert sofort die Muskeln. Doch für den Menschen bleibt der Genuss der erlegten Beute völlig ungefährlich. Sehen Sie, die Spitze hier wird mit dem Gift beschmiert. Und wenn Sie damit das Tier treffen, dann bleibt die Spitze hier drinnen stecken. So funktioniert das. Nach der Jagd dürfen auch wir mit unserem Kanu anlegen.
Wir sind mit Gloria Ushigua gekommen. Die Frau genießt das Vertrauen aller Zapara und hat uns den Zugang zu diesen Waldmenschen ermöglicht. Denn dass wir so entspannt beim Frühstück im Regenwald stehen können, ist beileibe nicht normal. Die Zaparas, ein aussterbendes Volk, misstrauen Außenstehenden. Auch deshalb suchen sie Rat in ihren Träumen. Gloria erklärt uns deren Bedeutung. Die Männer fragen sehr viel nach dem Sinn ihrer Träume. Für sie sind sie sehr wichtig, denn diese Männer sind Jäger und da kann sehr viel passieren auf der Pirsch in der Nacht. Und deswegen wollen sie wissen, was ein Traum genau für sie bedeutet. Als wir im Dorf der Zaparas zurück sind, bricht ein äußerst heftiger Sturm los. Im Regenwald ist das nichts Ungewöhnliches, doch wir befinden uns eigentlich gerade in der Trockenzeit. Da bleiben solche Wolkenbrüche die Ausnahme. Die Kinder nutzen den Regen ausgelassen zu einer ausgiebigen Partie Wasserfußball. Doch die Erwachsenen im Dorf beginnen sich zu fragen, ob dieses seltsame Wetter nicht mit der Ankunft der Weißen zu tun hat, ob wir nicht Unheil gebracht hätten. Eine Sitzung wird einberufen. Die Einwohner kommen in diesem kleinen Dorf schnell zusammen. Wir versichern in der Versammlung, dass wir wirklich keine Regenmacher seien. Uns geht es darum, dem deutschen Publikum das Leben der Zaparas zu zeigen. Aber es bleibt Unbehagen. Manche der Anwesenden halten Weiße wie uns für Menschenfresser. Das kann nicht verwundern. Vor 100 Jahren zählten die Zaparas noch 100.000 Menschen. Nun gibt es von ihnen nur noch 200. Die westliche Zivilisation mit all ihren Krankheiten hat dieses Volk fast völlig ausgelöscht. Wir haben große Angst, dass unser Volk vollständig ausstirbt. Wir versuchen, unsere Kultur und unsere Sprache zu retten. Aber die ist fast schon völlig verschwunden. Uns droht Gefahr von allen Seiten, von anderen Völkern, die unser Gebiet beanspruchen und die deshalb alle Zaparas töten wollen. Während die Erwachsenen noch über sehr ernsthafte Dinge reden, vertreiben sich die Kinder mit sportlichem Wettbewerb die Zeit. Im Amazonasgebiet zählt dazu natürlich das Blasrohrweitschießen. In der Schule lernen die Kinder Zapara. Diese Sprache scheint im Untergang geweiht zu sein. Nur noch 5 Erwachsene beherrschen sie. Eine von ihnen ist die 83-jährige Anna Maria Santi. Die UNESCO hat die Zapara unlängst zum Weltkulturerbe erklärt. Doch das ist kein Grund zur Freude. Wenn ein Volk erst einmal im Museum landet, scheint sein Schicksal besiegelt. Unsere Sprache Zapara ist so gut wie vollständig verschwunden. Uns ist von den Missionaren eingeredet worden, dass unsere Sprache minderwertig sei und dass es besser wäre, Quechua zu reden. Und deshalb hatten wir Angst, Zapara zu sprechen. Die Kinder malen zum Schluss noch die Geschichte des jungen Tsitsanu, der im Regenwald verschwindet und dabei große Abenteuer erlebt. Als er zurückkommt, ist er zum Wunderheiler, zum Schamanen geworden. Die Zaparas, ob groß oder klein, leben in ihren Traumwelten. Am späten Nachmittag versammeln sich die Zaparas für uns am Ufer. Der Schamane Don Telmo bereitet sich auf das Flussritual vor. Zusammen mit Gloria ruft er die Sumis an, die Geister der Unterwelt.
Die Sumis können in der Vorstellungswelt der Zaparas den Kontakt zu den Verstorbenen herstellen. Die Zaparas verehren die Lebewesen der Unterwelt, vor allem die riesigen Boa-Schlangen, die sich im Wasser aufhalten. Den Amazonasfluss nennen sie deshalb auch ehrfürchtig die große Schlange. Am nächsten Morgen trauen wir unseren Ohren nicht. Mit einem neumodischen Rasenmäher wird die Landebahn für den Flugverkehr vorbereitet. Und dann schwebt auch schon die kleine Cessna-Maschine ein, die uns heute abholen wird. Für die Zaparakinder ist der Besuch aus der Außenwelt immer ein großes Ereignis. Dafür dürfen sie auch den Schulunterricht unterbrechen. Wir laden unsere Metallkisten ein und nehmen Abschied von einem Volk, das mit seinen Träumen um das Überleben kämpft. Diese kleinen Flugzeuge sind für die Menschen im Regenwald die schnellste Verbindung nach draußen und uns ermöglichen sie es, auf komfortable Weise in fremde Welten vorzudringen. Wir bleiben in Ecuador und nehmen Kurs auf Sarayaku, ein kleines Dorf im Süden des Landes. Der tropische Regenwald ist endlos. Über eine Fläche von 7 Millionen Quadratkilometern erstreckt sich Amazonien. Dieses riesige Gebiet voller Bäume und Flüsse nennt man deshalb gerne auch die grüne Lunge der Welt. Bei strahlendem Sonnenschein erreichen wir Sarayaku. Hier leben rund 2000 Indianer vom Stamme der Quechua. Und schon bei der Ankunft merken wir, dass wir in einer völlig anderen Welt gelandet sind. Eine Dorfversammlung ist in vollem Gange. Ein Dieselgenerator betreibt die Mikrofonanlage für die Redner. Willkommen in der Neuzeit. Und auch ein Kameramann ist mit von der Partie. Heriberto Gualinga dokumentiert das Geschehen für das Dorfarchiv. Willkommen bei Sarayaku TV. Ich habe damit angefangen, alle Veranstaltungen aufzunehmen, damit wir sie auch anderen Gemeinden zeigen können. Viele möchten hier mit Videomaterial arbeiten. Und wir wollen ein Archiv, eine Art Filmothek aufbauen, damit unsere Aktivitäten aufgezeichnet werden. Heriberto Gualinga wird uns ein Dorf zeigen, das direkt am Rio Bobonassa liegt. Zunächst sieht es wie jedes ganz normale Dorf im Regenwald aus, doch dann entdecken wir an vielen Hütten eine Solaranlage. Sarayaku ist vernetzt. Heriberto zeigt uns stolz die moderne Stromversorgung und am Ende des Dorfes eine riesige Satellitenschüssel. Sarayaku ist natürlich auch online. Nicht weit entfernt dient eine Hütte als Internetcafé. Hier können sich die Einwohner Laptops ausleihen und ihre E-Mails runterladen. Seit sich Sarayaku gegen die Ausbeutung der Ölvorkommen in seinem Gebiet wehrt, erklärt uns Heriberto, erhält es Unterstützung aus aller Welt. So
wurde es zum Hightech-Dorf. Am Anfang war der Konflikt mit den Ölfirmen und dem Militär. Da haben wir eine Webseite geschaffen, denn damit wollten wir uns gegen die falschen Informationen von außen wehren und selbst unsere Sicht der Dinge darstellen können. Auf einer Karte zeigen sie, wo die Ölfirmen vor einigen Jahren versucht haben, Probebohrungen vorzunehmen. Ohne dass die Quechuas um ihr Einverständnis gefragt worden waren, hatten die Petrofirmen Konzessionen erhalten. Doch Sarayaco hat die Ölarbeiter vertreiben können. Wir haben hier ein sehr starkes Gefühl der Zusammengehörigkeit mit unserer Kultur, unseren Traditionen und unserer Mutter Erde. Wir glauben, dass wir ohne die Götter des Waldes, der Flüsse und der Berge nicht mehr die gleichen Menschen sein werden. Manchmal gehen die Männer morgens auf Patrouille. Dann legen sie auch ihre Kriegsbemalung an. Ihre Traditionen haben diese Hightech-Indianer nicht vergessen. Mit ihren furchteinflößenden Gesichtern konnten die Quechuas vor 5 Jahren die Ölarbeiter in die Flucht schlagen, vorerst. Im Norden Ecuadors fördern Ölfirmen dagegen schon seit Jahren das schwarze Gold mit verheerenden Auswirkungen für die Umwelt. Doch die Krieger von Sarayaco sind mittlerweile in ganz Amazonien für ihren Widerstand berühmt. Dann geht es mit dem Kanu den Bobonassa-Fluss hinunter, eine Patrouille auf dem Kriegspfad gegen die Ölmultis. Wir marschieren mit ihnen durch den Regenwald, doch das ist nicht ungefährlich. Eigentlich sind die Wälder rund um Sarayaco ideales Jagdgebiet. Doch die Dorfvorsteher haben dieses Gebiet zur roten Zone erklärt. Achtung, Lebensgefahr. Denn die Ölarbeiter hatten hier für die geplanten Probebohrungen 1500 Kilogramm Sprengstoff vergraben. Das bestätigt auch die Regierung in Quito. Nun sitzen die Menschen von Sarayaco auf einem Pulverfass. Wir finden sehr viele solcher Kabel hier im Wald vergraben. Die verlaufen mitten durch den Boden. Diese Art von Kabel dient dazu, Explosionen auszulösen, etwa mit Dynamit. So sah das aus, als im Jahr 2002 die Arbeiter der Ölfirmen im Gebiet von Sarayaco landeten. Sofort waren sie von einer aufgebrachten Menge umringt. Auch großzügige Bestechungsgelder konnten die Menschen im Dorf nicht gnädig stimmen. Die Ölarbeiter wurden abgeführt. Heriberto Gualinga hat das alles mit seiner Kamera festgehalten und für seine Dokumentation des Widerstands auf einigen Filmfestivals sogar Preise bekommen. Seine Arbeit hat Erfolg gehabt. Diese Filme hatten sehr viel bewirkt, vor allem in anderen Dörfern, die die gleichen Probleme wie Sarayaco hatten, die aber noch im Zweifel waren, was sie tun sollten. Für mich ist das natürlich ein gutes Gefühl. Irgendwie erinnern die Menschen von Sarayaco an die Comichelden in einem kleinen gallischen Dorf. Sie haben es mit einer erdrückenden Übermacht zu tun, aber sie wehren sich mit List und Tücke gegen die Invasion von draußen. Tradition und Hightech
sind kein Widerspruch. Wir fahren auf dem Rio Pastaza mit einem Kanu an die peruanische Grenze. Der Rio Pastaza ist einer der über 10.000 kleinen und großen Flüsse, die in den Amazonas fließen und ihn so zum größten Wassersystem der Welt machen. Vom Süden Ecuadors aus reisen wir nach Peru direkt an den Amazonas. Dort liegt mitten im Urwald eine richtige Stadt, Iquitos. Nach der Ruhe des Regenwalds ist Iquitos vor allem eines: sehr laut. Tausende von lärmenden Motortaxis bevölkern die Straßen dieser peruanischen Stadt. Eine halbe Million Menschen lebt hier. Ihre einzige Verbindung zur Außenwelt bleibt der Amazonas. Iquitos, das war und ist ein lebendiger Umschlagplatz von Waren und Menschen. Eine steinerne Insel, umgeben von Wald und Wasser. Eine quirlige Metropole, immer gut für eine Überraschung. Im Hinterhof eines Kolonialwarengeschäfts treffen wir auf die jüdische Gemeinde von Iquitos. Jeden Freitagabend versammeln sich ihre rund 100 Mitglieder zum Schabbatgebet. Einen Rabbi gibt es nicht mehr, deshalb hat es Ronald Levy übernommen, die Gebete vorzusprechen. Am Ende zelebriert die Gemeinde den traditionellen Kiddush-Brauch. Dabei werden Wein und Brot geteilt. Und Ronald Levy erklärt uns, warum es ausgerechnet hier am Amazonas eine jüdische Gemeinde gibt. Sie stammt aus der Zeit des Kautschuk-Booms. Damals sind hier viele Juden eingewandert. Heute möchten wir unsere Kultur bewahren, aber gleichzeitig wollen doch die meisten von uns nach Israel auswandern. Die Uferpromenade der Malecón zeugt noch von alter Pracht und Herrlichkeit. Ende des 19. Jahrhunderts, erzählt uns Ronald Levy, wurde die Stadt zu einem Zentrum des Kautschukbooms. Viele Gummihändler aus Europa machten Iquitos zum Venedig des Amazonas. In jener Zeit packte auch sephardische Juden aus Marokko das Gummifieber und sie wanderten hierhin aus. So entstand die israelitische Gemeinde am Amazonas. Ein paar Straßenzüge weiter steht das zweigeschossige Eisenhaus. Gustave Eiffel hatte es für die Weltausstellung in Paris gebaut. Dann wurde es von einem der reichen Gummibarone gekauft und nach Iquitos verschifft. An Glanz und Gloria jener Tage erinnern nur noch alte Bilder und Filme. Ein Freund von Ronald, Sami Weißelberger, hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Epoche zu dokumentieren. Die Europäer lebten damals in Saus und Braus. Für die Völker des Amazonas war jene Zeit ein Martyrium. Sie wurden für die Kautschukgewinnung regelrecht versklavt. Die Eingeborenen wurden wie Tiere behandelt, nicht wie Menschen. Man hat sie auf ihre Arbeitstüchtigkeit untersucht, ihre Zähne, ihre Arme, ihre Beine, Männer wie Frauen.
Sami Weißelberger hat aus jener Zeit seltene Filmaufnahmen gefunden. Auch sie zeigen, wie barbarisch damals mit den Menschen vom Amazonas umgegangen wurde. Iquitos lag damals im Kautschukfieber. Das endete erst, als Gummi synthetisch hergestellt werden konnte. Bis dahin war Iquitos Paradies und Hölle in einem, ein Eldorado am Amazonas. Am Hafen erinnert manches an jene Tage und einiges ist auch heute noch genauso. In der Stadt tummeln sich Glücksritter und Goldgräber. Iquitos sei zu einem wichtigen Umschlagplatz für Drogen geworden, munkelt man hinter vorgehaltener Hand, und es ist eine Drehscheibe für den Handel mit edlen Hölzern aus dem Regenwald. Das kann man ohne Probleme vor Ort besichtigen. Der Raubbau an der Natur geht weiter. Ihm tut das weh. Wenn man mit Ronald Levy durch seinen Garten geht, spürt man, dass die einzigartige Natur Amazoniens sein Zuhause ist. Äste. Diese Blätter rufen Halluzinationen hervor, erklärt er. Jene könnten bei Krebserkrankungen helfen. Und wieder andere wirkten als Medizin bei Lungenentzündungen. Ronald weiß über jede Pflanze Bescheid. Ob er den Regenwald mag, frage ich ihn. Ich liebe ihn. Er kommt in meiner Brust an zweiter Stelle. Israel ist mein Herz, aber der Regenwald kommt gleich danach. Ich mag ihn sehr. Drinnen in seinem fast leeren Haus spürt man die ganze Wehmut des Ronald Levy. Vor 2 Jahren sind seine Frau und die Kinder bereits nach Israel ausgewandert. Er will ihnen so schnell es geht folgen. Als ich von einer Israel-Reise alleine nach Hause zurückkehrte, war das ein Albtraum. Weder meine Söhne noch meine Frau warteten. Wir haben doch zusammen hier gelebt und jetzt wohnen sie auf der anderen Seite der Erde. Ronald will möglichst bald ins gelobte Land, aber die Regenwälder des Amazonas, das weiß er, wird er stets vermissen. Am späten Nachmittag haben wir uns am Hafen von Iquitos eingefunden, um mit einem anderen Migranten auf die Reise zu gehen. Mike Dempsey ist US-Amerikaner und er sieht seine Berufung am Amazonas. Seit 12 Jahren betreibt er zusammen mit seiner Frau ein Hospitalschiff, das medizinische Versorgung in entlegene Dörfer und Regionen bringen soll. Mit einem kleinen Motorboot fahren wir zu seinem Schiff The Chosen Vessel. Mike und seine Mannschaft fühlen sich als Auserwählte. Wir wollen den Menschen helfen, manchmal auch mit kleinen Krediten, damit sie ein Projekt starten können, denn die Armut ist sehr groß. Und so befahren wir zum ersten Mal den richtigen Amazonas, denn kurz vor Iquitos entsteht dieser mächtige Strom aus mehreren Zusammenflüssen. Oben an Deck des Hospitalschiffs treffen wir auf das Team von Mike, eine Gruppe von Amerikanern, die sich zum Gebet versammelt haben. There's a lot of people here, Lord, that are going to be ministered to today, Lord. We just pray, Lord, that we just be instruments in your hand, Lord. Sie beten zu Gott und bitten um Erleuchtung. Diese Evangelikalen aus Kentucky verstehen sich als moderne Missionare. Voller Sendungsbewusstsein
wollen diese Amerikaner nun eine Woche lang im Urwald Gutes tun. Halleluja. Mit einem letzten Halleluja geht es an Land. Mike Dempsey hat alles planstabsmäßig vorbereitet und ein gut zugängliches Dorf ausgesucht. Die Amerikaner wirken in ihren medizinischen Schutzanzügen wie Außerirdische. Mike bläst auf einem alttestamentarischen Shofar, einem Widderhorn, und erklärt den versammelten Dorfbewohnern, damit wolle man dem Teufel den Krieg erklären. Es ist unser Glaube und unsere Überzeugung, dass wir, wenn wir sterben, entweder in den Himmel oder in die Hölle kommen. Und wir möchten den Menschen hier mitteilen, dass sie eine Wahl haben. Und diese Wahl heißt Jesus Christus. Die Entscheidung überlassen wir jedem selbst. Dann beginnt der medizinische Teil. Jede Familie aus dem Dorf kann sich untersuchen lassen und bekommt bei Bedarf kostenlos Medikamente und ärztliche Versorgung. Unter den amerikanischen Gläubigen befinden sich einige ausgebildete Doktoren und Krankenschwestern, aber auch völlige medizinische Laien. Für die Bibelchristen aus dem Süden der USA zählt nur der gute Wille. Ich saß in unserer Kirche, da wurde diese Reise erwähnt. Und mit einem Mal hat mir Gott gesagt, dass ich mitgehen soll. Und da ich als Krankenschwester arbeite, bin ich seinem Ruf gefolgt. Ich gehorche den Befehlen des Herrn. Wer in den Genuss der kostenlosen Behandlung kommen will, muss auch an einer kurzen Bibelstunde teilnehmen. In der Vorstellungswelt vieler Ureinwohner gibt es eigentlich keinen Himmel und keine Hölle. Entsprechend ratlos verfolgen sie die Schnellbekehrung, die meist in 5 Minuten und per Dolmetscher vorgetragen wird. Doch die Missionare aus Kentucky ficht das nicht an. Wir wollen unseren Glauben mit denjenigen teilen, die nicht so viel haben wie wir in den Staaten. Wenn wir das tun, vollziehen wir doch die Aufgabe von Jesus Christus, der seinen Jüngern gesagt hat, geht in alle Welt und predigt das Wort Gottes. Das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere Mission. In einem anderen Raum befindet sich die Brillenabteilung. Ein alter Mann leidet am grauen Star. Die Amerikaner versuchen es mit Handauflegen, Gebet und mitgebrachten Billigbrillen. Das erhoffte Wunder bleibt leider aus. Der alte Mann sieht immer noch nicht besser und zieht unverrichteter Dinge wieder ab. Eigentlich sind die Kolonialzeiten schon lange vorbei, aber auch heute tummeln sich am Amazonas Heilsbringer und Gesundbeter. Viele fühlen sich noch immer berufen, den Eingeborenen im Urwald zu helfen. Einer, der in seinem Dorf solchen Missionaren aus dem Weg geht, ist Manuel Ahunari vom Volk der Kokamas. Hilfsorganisationen und religiösen Gruppen stehen er und seine Freunde sehr kritisch gegenüber. Die Kokamas hätten ihre Kultur und eigene Sprache durch diese äußeren Einflüsse verloren. Es sieht fast so aus, dass sich viele Leute hier im Dorf daran gewöhnt haben, dass sie von den Missionaren Geschenke bekommen. Und dann lassen sie einfach ihre Arbeit liegen und warten auf mehr. Vor 20 Jahren gab es das einfach nicht, dass man auf Geschenke gewartet hat. Die Dörfer am Amazonas kämpfen um ihre eigene Identität. Natürlich können sich die Menschen nicht ganz von der Welt abschotten, aber sie wollen sich und ihren Kindern
ein Stück Ursprünglichkeit bewahren. Manuel Aunari hat vor einigen Jahren die Organisation Asciendes gegründet. Mit ihr wollen die Cocamas für die eigenen Rechte kämpfen. Bei ihren Versammlungen gibt es genug zu besprechen. Die Zerstörung der Natur im nahegelegenen Nationalpark Pacaya Samiria bedroht die Lebensgrundlage der Cocamas. Natürlich können wir bei unserer Arbeit auch Hilfe von außen gebrauchen. Aber bei allem muss doch unsere einzigartige Natur respektiert werden. Mhm. Beim Gang durch den Regenwald spürt man die natürliche Spiritualität der Cocamas, so wie wir sie schon vorher bei anderen Naturvölkern kennengelernt haben. Ihre Götter wohnen oben in den Baumwipfeln, den Schlingpflanzen und unten im Boden des Waldes. Manuel bringt uns zum Baumdoktor, wie er sagt, dem mächtigen Capinuri-Stamm. Der Saft dieses Baumes ist die beste Medizin, wenn du dir einen Bruch zugezogen hast. Er hilft dir gegen die Schmerzen, am besten früh morgens, so gegen 5 Uhr früh. Und dann bringen sie uns in eine Waldschneise, die schon fast wieder zugewachsen ist. Vor einigen Jahren sind hier massenhaft Mahagoni-Bäume abgeholzt worden, und das mitten in einem Nationalpark. Manuel erzählt uns von Politikern in Lima, die sich als Holzunternehmer betätigen. In anderen Sektoren des Waldes benutzen sie Traktoren bei der Abholzung. Dort ist die Zerstörung schrecklich. Das tut sehr weh, denn alle diese Sachen, die hier passieren, die ganze Holzarbeit, ist völlig illegal. Das macht mich sehr traurig, denn einen Baum zu töten, bedeutet doch, Millionen von Leben zu töten. Und so fahren sie mit ihren Kanus im Nationalpark Patrouille und versuchen, die kriminellen Aktivitäten zu verhindern. Die Cocamas möchten diesen Nationalpark für einen behutsamen Tourismus öffnen. Sie wollen eine Geldquelle erschließen, die im Einklang mit der Natur steht. Manuel glaubt noch an die Kraft von Amazonien. Hier gibt es noch keine Verschmutzung. Das Wasser, die Luft, alles ist noch sauber. Das merkt jeder, der diesen Park besucht. Ihr habt Glück, dass wir zusammen hier hingefahren sind. Ihr werdet mit neuer Energie zurückkehren. Wir verlassen den Pacaya Samiria Nationalpark. Auch er ist ein bedrohtes Paradies am Amazonas. Unsere Reise geht in ihre letzte Etappe. Im Amazonas fahren wir nun mit dem Schiff ins Dreiländereck von Letizia
dort, wo Peru, Kolumbien und Brasilien aufeinanderstoßen. Dutzende von Hängematten pendeln dicht an dicht im Takt des Wellengangs. Wer mit dem Frachtschiff La Gran Loretana über den Amazonas fahren will, der braucht eine stabile Verfassung und darf keine Berührungsängste haben. Am frühen Morgen kommt unter Deck Bewegung in die Passagiere. Eine Nacht in der Hängematte, das klingt zwar romantisch, aber geht auch ziemlich ins Kreuz. Man schläft ein bisschen unruhig. Natürlich wäre es besser in einem Bett als in der Hängematte, wo wir alle zusammenschlafen. Ist schon unbequem. Ich schlafe mit meinem Kind in der Hängematte. Da stößt man ständig aneinander. 2 Tage und 2 Nächte braucht das Schiff von Iquitos bis an die Grenze. Es bringt auf seinem Weg neben vielen Passagieren vor allem Lebensmittel und andere Waren in die Dörfer am Amazonas. Kapitän Octavio Garcia wirkt müde. Die Arbeit auf dem Amazonas geht ihm auf die Knochen. Sehen Sie, ich stehe auf, ich gehe schlafen, ich stehe wieder auf. Eigentlich kann ich mich bei so einer Fahrt nie richtig erholen. Oft müssen wir anhalten, um Fracht abzuladen, und ich stehe immer hier vorne und halte nach Gefahren Ausschau, vor allen Dingen in der Nacht. Die Gran Loretana bewegt sich fast wie ein Bummelzug fort. Fast jede Stunde legt sie bei einem anderen Dorf an, in dem sie schon sehnsüchtig erwartet wird. Die Ankunft ist immer ein Ereignis, denn jetzt wird alles abgeladen, was man zum Überleben im Regenwald so braucht. Kartons voller Lebensmittel, Bierkästen und große Eisklumpen zur Kühlung natürlich. Für die Menschen bleibt das Frachtschiff die einzige Verbindung zur Außenwelt, und ihre Lebensader ist der Amazonas. Langsam sinkt die Sonne und taucht den mächtigen Strom in ein rötliches Licht. Da ist es wohl unvermeidlich, dass sich einer der Passagiere zu einem melancholischen Ständchen berufen fühlt. Cementerio, cementerio! Al instante salí a robar para enterrarle a mi madre. Er singt mit heiserer Stimme von seiner Mutter, dem Friedhof und anderen traurigen Dingen. Die Passagiere lauschen gleichmütig und lassen ihre Seele in der Hängematte baumeln. Und so nähern wir uns allmählich der brasilianischen Grenze, Endstation für das Frachtschiff. Doch wir könnten noch tagelang so weiterfahren, auf diesem riesigen, schier endlosen Amazonas. Immer wenn der Mais geerntet wird, kommen die Urwaldmonster. Sie machen Jagd auf kleine Jungen und die Mütter haben panische Angst. Zu Recht. Dieses uralte Stammesritual der Machis im tiefsten Dschungel Brasiliens dient zur Abhärtung. Die Monster prügeln Angst und Schlaffheit aus den Körpern der Zweijährigen,
mit einem heftigen Hieb mit der Rute. So bereiten die Maismonster schon die Kleinsten darauf vor, mutige Jäger zu werden. Im Regenwald überleben nur die Stärksten, sagen sie. Es ist eine brutale Welt. Wir starten unsere Reise im brasilianischen Amazonasgebiet an der Grenze zu Peru. Erst vor 30 Jahren ist der Stamm der Machis überhaupt in Kontakt zu dem getreten, was wir Zivilisation nennen. Ihr Leben im Dschungel hat sich, wenn man mal absieht, von einem kleinen Außenbordmotor und einigen bunten T-Shirts nicht verändert. Die Machis leben vom Fischen und vor allem vom Jagen. Immer wieder werden sie von hungrigen Jaguaren angefallen, von giftigen Spinnen und Schlangen gebissen. Den Häuptling des stolzen Stammes hat es erst vor kurzem erwischt. Er trat auf eine giftige Natter. Wir sollen nicht zu laut sprechen und sehr gut aufpassen, haben die Indios uns gesagt. Die Gefahren lauern überall. Unser Abenteuer kann beginnen. Jagen mit dem Blasrohr. Unfassbar die Präzision, mit der die Indios Löcher durch die 4 Meter langen Holzrohre treiben und in den Wipfeln der Urwaldriesen ihre Beute erlegen. Lautlos. Äffchen sind für die Machis zum Überleben da. Mitleid ist im Dschungel nicht angebracht. Sintflutartiger Regen, immer am späten Vormittag. Die Alten sprechen nur den Stammesdialekt, eine Sprache mit gut 500 Vokabeln. Keine Zahlen, keine Wochentage, keine Abstraktionen, keine Zeit. Auch Chiman, der Stammesführer, weiß nicht, wie alt er ist. Für Liebe haben die Machis keinen Begriff, ebenso wenig wie für Gott. Die Bäume, die Pflanzen, sie sind Teil der großen Natur und wir leben von ihr und wir schützen sie. Aber niemand hat die Natur erschaffen. Für uns gibt es keinen Gott. Ein Dutzend Blasrohrpfeile und 5 tote Affen später, für die Vorspeise ist gesorgt. Jetzt teilt sich die Gruppe und kümmert sich um den Hauptgang, diesmal mit Gewehren. Wir heften uns an die Fersen von Cheman. Der Häuptling hat die Fährte einer Anta aufgenommen, eines gewaltigen Tapirs. Showdown im Regenwald. Vorsichtig nähert sich der Kaziki, der Stammeshäuptling, denn ein angeschossener Tapir kann sehr gefährlich werden. Doch die Sorge ist unbegründet, der Schuss hat gesessen. Gut 300 Kilo bringt der Tapir auf die Waage. Kurze Zeit später hat die frohe Kunde sich durch laute Rufe verbreitet und die anderen Jäger kommen zum Zerlegen der Beute. Es muss schnell gehen, denn Myriaden von Moskitos, Würmern und Wespen fallen blitzartig über den Kadaver her und über uns. Und so setzt sich schließlich nach 12 Stunden Jagd die Karawane in Gang. Ein Tapir, 5 Affen und 3 Wildschweine. Es war ein guter Tag im Dschungel Brasiliens. Wie selbstverständlich packen die Machis ihre Beute auf unser Schnellboot und so verläuft die Rückreise zu ihrem Dorf in ungewohnter Runde. Der Ituí, einer der 10.000 Zuflüsse des Amazonas. Aus der nächstgelegenen Stadt fast 1.000 Kilometer mit dem Schnellboot bis hierher, in das Indio-Reservat Vale do Javari.
Der Etui schlängelt sich durch den Regenwald und zeichnet gewaltige Formen in die Unendlichkeit. Das Reservat ist hermetisch abgeriegelt. Kein Tourist darf hinein und Fernsehteams nur sehr selten. 20 Indio-Stämme sollen möglichst ungestört bleiben. Das Hauptdorf der Machis, Aurelio. Aus Freude über die Jagd singt man uns eine Stammesballade. Selbst zum Essen sind die Krieger jetzt zu müde. Bei den Machis beginnt das Feiern um 5 Uhr morgens. Wie an einer Perlenkette aufgereiht, betreten die erfolgreichen Jäger die Malocca, das große Haus. Hier in diesem öffentlichen Raum finden die Ansprachen, Diskussionen und Feste statt. Das Festmahl, ungesalzenes Tapir, dazu eine Keule Wildschwein und Maiskuchen. Als Weiße den Stamm 1977 entdeckten, gab es gut 300 Machis. Danach starben bis auf 80 alle von ihnen. Denn gegen eingeschleppte Zivilisationskrankheiten hatten und haben die Indios keine Abwehrkräfte. Es steht schlimm um die Machis. 90% haben Malaria und wahrscheinlich ebenso viel Hepatitis. Die Behörden tun offenbar nichts, um die tödlichen Krankheiten zu stoppen. Die Machis fühlen sich vollkommen im Stich gelassen. Die Krankheiten kamen mit dem Kontakt zur Außenwelt, vor allem zu illegalen Holzfällern und Goldgräbern. Wir fragen, ob es auch sexuelle Beziehungen zwischen Indios und Weißen gegeben hat, oft Voraussetzung für die Übertragung von Hepatitis. Schließlich erzählt uns diese mutige Frau mit ihrem Haustier auf dem Kopf das Unglaubliche. Vor 18 Jahren war es. Wir waren im Wald unterwegs. Der Chef der Indio-Behörde hat mich am Arm gerissen und mich zu Boden geschmissen. Dann hat er mich vergewaltigt. Ich hatte nachher wochenlang große Schmerzen. Wenn die Geschichte stimmt, sind genau diejenigen für den Ausbruch der Krankheiten mitverantwortlich, die die Indios eigentlich vor ihnen schützen sollten, Vertreter der staatlichen Behörden. Dazu passt, dass die Machis in ihrem Todeskampf Mutterseelen alleine stehen. Die kleine Tuba ist kraftlos und hat hohes Fieber. Aber sie ist noch niemals von einem Arzt untersucht worden, beschwert sich der Häuptling. Wahrscheinlich hat sie Malaria und Hepatitis und keinerlei Überlebenschance, wenn nicht bald etwas passiert. Es gab Zeiten, in denen jeden Monat einer der 160 Machis den Krankheiten zum Opfer fiel. Vor allem Säuglinge wie die kleine Tuba. Der Häuptling hat Angst, dass die Machis aussterben werden. Meine Schwester hatte einen geschwollenen Bauch, bevor sie starb. Mein Cousin hat Blut erbrochen und ist gestorben, genau wie mein Sohn. Wir wussten lange nicht mal, woran wir sterben. Heute wissen wir, es ist diese Hepatitis. Wir haben Cheman gefragt, ob er uns begleiten will an diesem entlegenen Ort in der Nähe einer Flussbiegung. Doch er hat abgelehnt, weil er sonst weinen müsste. Um viele seiner Verwandten, darunter seinen ältesten Sohn. Stattdessen begleiten uns drei junge Männer des Stammes. Hier also beerdigen die Machis die sterblichen Überreste ihrer Stammesmitglieder. Schmucklos und wortlos. Opfer von Malaria und Hepatitis. Hier liegen unsere Freunde begraben. Junge Leute wie wir. Wir sind zusammen mit ihnen aufgewachsen. Sie waren unsere besten Freunde. Wir sind sehr traurig und wir vermissen sie. Die Machis glauben an die Natur, die Leben schenkt und es wieder nimmt. Im Augenblick nimmt die Natur mehr, als sie gibt. Die Machis am Amazonas brauchen dringend Hilfe, sonst wird es sie nicht mehr lange geben. Wir Weißen haben ihr Paradies bereits unwiderruflich zerstört. Überwältigt von unseren Eindrücken und der fast unpassenden Schönheit des Amazonas geht es zurück ins Länderdreieck Brasilien, Peru, Kolumbien. Hier in der brasilianischen Grenzstadt Tabatinga überquert man eine Straße oder den Fluss und schon ist man in einem anderen Land. Goldgräber und Glücksritter überqueren die unsichtbaren Grenzen,
Genau wie Schmuggler, illegale Holzfäller und Drogenkuriere. Doch die Mehrheit sind einfache Händler, Bauern und Fischer, die ihre Waren an den Ufern des Flusses lautstark zum Verkauf anbieten. Mal auf Spanisch, mal auf Portugiesisch. Der Amazonas, dieser gewaltige Strom, lässt Grenzen und Kulturen verschwimmen. Die Zeit bis zur Abfahrt unseres Bootes haben wir genutzt, um unsere Kamera zu entfeuchten, unsere Ausrüstung zu säubern und unsere Moskitostiche zu versorgen. Nun setzen wir unsere Reise fort, Richtung Osten. Von Tabatinga aus über 1500 Kilometer flussabwärts in die Gegend um das Paris der Tropen, nach Manaus. Schon hier ist der Strom uferlos geworden. Manchmal überflutet er angrenzende Wälder auf einer Breite bis zu 100 Kilometer. Noch streiten sich die Experten, ob er der längste Fluss der Welt ist oder der zweitlängste. Der gewaltigste ist er zweifellos. Pro Sekunde schiebt er über 200.000 Kubikmeter Süßwasser in den Atlantik, 100-mal mehr als der Rhein. Der Amazonas eine fast absurde Ansammlung von Weltrekorden. Doch nicht die Zahlen sind es, die den Amazonas zu einem Abenteuer machen, sondern die faszinierende Natur und die Menschen mit ihren Geschichten. Manchmal sind sie groß und atemberaubend und manchmal sind sie klein und stehen in keinem einzigen Reiseführer, wie die Geschichte dieser Kinder. Normalerweise liegen sie auf den Krebsstationen der großen Krankenhäuser oder werden zu Hause von ihren Eltern gepflegt. Sie alle haben Leukämie und ihr Leben verlief schmerzvoll und eintönig, bis sie vor einiger Zeit die Einladung bekamen, regelmäßig an einem Bootsausflug teilzunehmen. Hinaus auf den Amazonas, 2 Stunden bis zum Ziel. Der Physiotherapeut Igor im weißen T-Shirt hat das Projekt auf die Beine gestellt. Vielleicht, weil er selbst so begeistert ist von dem, was die Gruppe nachher erwartet. Wir werden heute wieder mit ihnen schwimmen gehen, meint Fernando. Sie heißen Botos. Sie lassen sich von uns streicheln, freut sich Rafael. Sie haben eine glatte Haut. Wir geben ihnen Fische und wir spielen mit ihnen. Als wir an dem kleinen grünen Bootshaus ankommen, ist die Vorfreude fast mit Händen zu greifen. Doch bevor es ins Wasser geht, beginnen die Physiotherapeuten zunächst mit ihrem Standardprogramm. Dehnen, strecken und massieren. Einige der Kinder, darunter auch Sarinia, haben neben ihrer Leukämie auch noch eine Behinderung. Nach einer Stunde hält es die Kinder dann überhaupt nicht mehr auf den Massagematten. Es kommt der große Augenblick. Und das sind sie, die Süßwasserdelfine aus dem Amazonas. Intelligent, friedlich und total verspielt. Igor hatte Tiermedizin studiert, bis er sich auf seltene Therapien spezialisierte. Und kaum eine andere Spezies ist dafür so geeignet wie die Botos in Brasilien. Der Rio Ariaú, ein Seitenarm des Rio Negro, der einzige Ort auf der Welt, wo es Delfintherapie mit freilebenden Exemplaren gibt. Das Ganze klappt ohne jeden Zwang, denn es profitieren die Kinder und die Tiere. Es ist eine totale Interaktion zwischen den Kindern und den Delfinen. Nicht nur sozusagen zwischenmenschlich, sondern auch nervlich und kräftemäßig. Die Kinder kehren wesentlich fröhlicher, lebhafter und optimistischer nach Hause zurück. Früher vegetierten die Kleinen oft von einer Chemotherapie zur nächsten. Jetzt hat ihr Leben wieder einen Höhepunkt. Sarinia wirkt jetzt viel leichter und freier und sie spricht auch mehr, sagt die Mutter. Und Igor meint, für sie war es ein Riesenschritt nach vorn. Zutrauliche, bis zu 3 Meter lange Säugetiere haben das Leben von vielen kranken Kindern verändert. Eigentlich ist diese Geschichte gar nicht so klein.
Weiterfahrt nach Manaus während einer dieser grandiosen Sonnenaufgänge, die man nie mehr vergisst. Kurz vor dem Erreichen der 1,5-Millionen-Metropole ein weiteres Naturschauspiel, Encontro das Aguas, das Treffen der Wasser. An dieser Stelle fließen der bräunlich-gelbe Rio Solimões und der, wie der Name sagt, schwarze Rio Negro zusammen. Der Rio Negro fließt langsamer, ist wärmer und hat einen geringeren pH-Wert als der Solimões. Und deshalb brauchen die beiden Flüsse 11 Kilometer, um sich schließlich zum eigentlichen Amazonas zu verbinden. Manaus war um 1900 die reichste Stadt Brasiliens, die erste Stadt mit elektrischem Licht, Abwassersystem und Straßenbahn. Die Kautschukbarone haben ihrem unermesslichen Reichtum dieses Denkmal gesetzt, das weltberühmte Amazonas-Theater. Fast alle Baustoffe wurden aus Europa importiert, um dieses Meisterwerk im Renaissance-Stil in den Regenwald zu pflanzen. Allein die Logen bestehen aus Mosaiken mit 12.000 Teilen Edelholz. Brasilien hatte das Weltmonopol auf Kautschuk und Manaus blühte auf. Doch durch den Schmuggel von Kautschuksamen nach England und Malaysia zerstörte ein britischer Spion den brasilianischen Traum. Nach 1910 setzte der Niedergang ein, die Stadt verfiel. Gut 50 Jahre verbrachte Manaus im Dornröschenschlaf, bis Ende der 60er Jahre die Freihandelszone in Gang kam. 500.000 Arbeitsplätze, fast 500 Firmen, steuerbegünstigt. Eine der größten, ein japanischer Technologiekonzern. Tagesproduktion 6.000 Motorräder. Allein an dieser Stelle in der Haupthalle rollt alle 20 Sekunden eines vom Band. Exporte in die USA und nach ganz Lateinamerika. Dieses Werk am Amazonas ist, außerhalb Japans, das größte der Welt. Doch so unerwartet Hightech im Regenwald und so spannend der Großraum Manaus auch sein mögen, uns bleibt keine Zeit. Denn übermorgen beginnt das größte Spektakel Amazoniens auf einer Insel mitten im Fluss. Einen Nachmittag und eine Nacht Bootsfahrt von hier entfernt. Und das wollen wir uns auf keinen Fall entgehen lassen. Diesmal ist es die Papa João, die uns dreistöckig und kraftvoll durch die Fluten in Richtung Mündung schippert. Umgerechnet 30 Euro kosten die 420 Kilometer Bootsfahrt von Manaus nach Parintins. In einer der 100 Hängematten Abendessen inklusive. So reisen richtige Amazonier. Im Fahrtwind und bei 24 Stunden ohrenbetäubend lauter Musik. Die folgenden Interviews konnten wir nur machen, weil wir die beiden Lautsprecher kurzerhand und unter lautem Protest abgeklemmt haben. Wir Amazonier sind ein eigenes Volk. Was uns verbindet, ist das Festival von Parintins. Mein Chef wollte mir keinen Urlaub geben. Also habe ich gekündigt, denn ich muss beim Festival natürlich mit dabei sein.
Im Morgengrauen erreichen wir die Insel und ihre Hauptstadt Parintins. Hier geht es um einen uralten, niemals endenden Wettstreit zwischen den Lagern der Roten und der Blauen. Um einen Sieg nach Punkten und den Triumph nach 3 Tagen ununterbrochenem Spektakel. Wie man unschwer erkennt, beginnen wir unsere Beobachtungen im Lager der Roten. Sie nennen sich die Garanchidos. Hier in einem Komplex von 10 riesigen Lagerhallen treffen wir den Chefdesigner der Roten, den alle hier nur Seo Jair nennen, Herrn Jair. Er ist eine lebende Legende. Seit fast 30 Jahren lässt er die Garanchidos im hellsten Licht erstrahlen und er schafft für sie diese gigantischen Allegorien. 850 Rote arbeiten 3 Monate lang und alle springen auf die Kommandos von Herrn Jair. Also, das wird so ablaufen. Es gibt mörderisch viel Licht und dann wird Rauch herauskommen. Und es wird eine echte Überraschung geben. Sie wird genau von da drinnen herauskommen. Aber was, das verrate ich euch heute noch nicht. Herr Jair ist der David Copperfield von Parintins. Er kann Dinge verwandeln und zaubert Sachen herbei. Das Festival lebt von mechanischer Improvisation, von farbenfroher Handarbeit, von persönlichem Einsatz. Es sind Maler, Bauarbeiter und Taxifahrer, die ihr Bestes geben und Unglaubliches auf die Beine stellen. Ortswechsel. Aus der Perspektive der Roten ist dies Feindesland, die Heimat der Caprichosos. Maria dos Santos ist in diesem Jahr die Cunha Poranga der Blauen. Dieser Begriff aus der Sprache der Urvölker bedeutet die schönste von allen. Ihr Studium der Ernährungswissenschaften konnte sie gleich wieder an den Nagel hängen. Denn die Haupttänzerin zu sein, ist die größte anzunehmende Ehre für eine junge Frau vom Amazonas. Ich fühle mich neben all dem, neben diesen riesigen Allegorien, wie eine Ameise. Ich sehe selbst, wie groß das alles ist, wie grandios. Das ist Parintins. Hunderte von Helfern ziehen die tonnenschweren, fulminanten Figuren über den heißen Asphalt. Ein Sternmarsch der ungeheuerlichen Art, aus allen Richtungen und mit einem Ziel. Das eigens gebaute Bumbodromo, das Stadion der Folklore. David, der blinde Sänger der Roten Garanchidos, eröffnet das Festival. In Parintins schlägt jetzt 3 Tage und Nächte lang das Herz Amazoniens. Los geht's! Verteilen Punkte für jedes Kostüm, jeden Tanz und jede Monsterfigur, für Davids Gesang, für die 100 Trommler und sogar die Mitarbeit des Garanchido-Publikums. Doch das Treiben der Roten wird vor allem hier mit Argusaugen verfolgt, im Hauptquartier der Blauen. Ich bin natürlich voreingenommen, aber selbst wenn ich mir das Ganze mit den Augen des Publikums anschaue, finde ich, die Vorstellung ist ganz schön schwach. Mit fast religiöser Inbrunst erflehen die Caprichosos den Segen von ganz oben, denn in wenigen Minuten haben sie ihren Auftritt. Auf Marias Schultern lasten jetzt die Erwartungen der ganzen blauen Nation. Fast 2 Stunden wird ihre Show dauern. Startschuss im Bombodrum. Taucht sie in der Höhle der Gruselgestalten und Riesenschlangen auf, die schönste von allen, Maria. Den Schmerz in ihrem rechten Fuß nimmt sie jetzt nicht mehr zur Kenntnis und der Ärger über eine falsch sitzende Tigermaske ist längst vergessen. Jetzt steht sie im Zentrum und genießt es.
2. Für Herrn Jair ist es der vorletzte überhaupt, denn morgen nach 30 Jahren Festival will er aufhören, für immer. Er hat es seiner Frau versprochen. Doch für Gefühlsduselei ist heute Vormittag keine Zeit. Die tonnenschweren Gruselgestalten versinken im Asphalt, so heiß ist es. Nur mit Hilfe eines eilig angemieteten Gabelstaplers lassen Herrn Jairs mit Plastikplanen liebevoll verpackte Schätze sich befreien. 3 Tage Parintins, zum Schlafen kommt praktisch niemand. Auf der Amazonasinsel wird, während sich die insgesamt 7500 Handwerker und Handlanger, Tänzerinnen und Tänzer auf den nächsten Auftritt vorbereiten, hemmungslos gefeiert. Auf den Straßen zeigt sich Brasilien von seiner besten Seite. Friedlich, musikalisch und ausgelassen. So verfeindet die Caprichosos und die Garanchidos auch sind, gekämpft wird nur im Stadion. Die Sonne verlischt, als ob ein Beleuchter gerade das Startzeichen für den zweiten Akt geben würde. Für die Garanchidos und ihren Bühnenbildner soll diese Nacht in einer Katastrophe enden. Es hat geblitzt und gedonnert und ein Kurzschluss hat soeben die gesamte Licht- und Gesangsanlage lahmgelegt. Nur die Trommeln sorgen für dürftige Beschallung. Auch der Wind wird immer stärker und schließlich ist er ein Sturm. Draußen vor dem Stadion werden die Riesenfiguren der Roten weggeweht. 5000 Kilo Eisengestelle verbiegen sich, 1300 Kilo Klebstoff lösen sich auf, 5 Kilometer Stoffplanen reißen. Und im einsetzenden Wolkenbruch zerfließen tausende Liter Farbe. In Minuten ist die Arbeit von Monaten zerstört. Herrn Jair sieht man seine Verzweiflung an. Es ist furchtbar, aber wenigstens unsere Maria hat der Wind nichts anhaben können, raunt der erschöpfte Schöpfer. Drinnen im Stadion sind die ersten Scheinwerfer wieder angegangen und die Lautsprecher auch. Und dann geschieht das Unfassbare. David, der Sänger der Garanchidos, hat beschlossen, jetzt erst recht zu kämpfen. Obwohl der Sturm alle Siegeschancen längst zunichte gemacht hat. Seine Energie überträgt sich mit jedem Takt auf das rote Publikum, das noch vor wenigen Minuten fassungslos und gelähmt auf den Plätzen saß. In dieser Sekunde verwandelt ein blinder Bariton die Folklore-Arena in einen einzigen Aufschrei der Begeisterung. Beschädigten Garantidos werden am Ende den ganzen Wettkampf verlieren. Und doch haben sie in dieser Nacht aus einer Niederlage einen moralischen Triumph gemacht. Und Herr Jair hat seine ganz eigene Interpretation der Vorkommnisse. Es war doch kein glänzender Abschluss. Ich konnte ja nicht mal meine Figuren vorstellen. Ich muss jetzt noch ein Jahr weitermachen. Mein Abschied muss perfekt sein. Ein Feuerwerk der Emotionen, eine unerschöpfliche Energie gepaart mit unvergleichlicher Schönheit. So ist das Festival von Parintins und so ist Amazonien. Immer noch wie betäubt haben wir uns wieder auf den Weg gemacht und genießen die Stille des Amazonas. Seine Schönheiten kann man nicht abklappern, wie Sehenswürdigkeiten in dicht gedrängten Touristenprogrammen. Doch wer Zeit mitbringt, der wird belohnt. Für das Überleben dieses einzigartigen Naturparadieses zu kämpfen,
dieser grünen Lunge des Planeten Erde, ist mühsamer, als es auf den ersten Blick den Anschein hat. In Wirklichkeit ist es lebensgefährlich, wie wir zu Beginn unseres letzten Reiseabschnitts sehen werden. Wir folgen dem Strom flussabwärts bis in die Gegend um Santarém. Die kleine Lideranza hat unter unseren Dreharbeiten ganz schön zu leiden, denn wir haben 3 Motorräder eingepackt. Da, wo wir hinwollen, gibt es keinen Fluss. Diesen Mann begleiten wir bei seiner Mission, den Befreiungstheologen Padre Boin. Er kämpft mit viel Herzblut für ein Naturschutzgebiet, doch die Behörden verzögern das Projekt seit Jahren. Hier im Norden steht der Staat auf Seiten der Mächtigen, der Großgrundbesitzer, der Sojafarmer und der Holzfäller. Nach einer guten Stunde sehen wir ihn zum ersten Mal, den furchtbaren Kahlschlag im Dschungel. Moderne Motorsägen brauchen für einen uralten Regenwaldbaum gerade mal eine halbe Stunde. Wir fragen uns bei den wenigen Passanten durch, doch die Suche nach den Holzfällern ist schwierig. Immer weiter entfernen sich die Trupps von der Zivilisation. Jeder, der sich gegen die mächtige Holzindustrie und ihre bewaffneten Überfallkommandos wehrt, lebt in höchster Gefahr. Wer sich wehrt, wird brutal verfolgt. Die Leute leben hier mitten im Urwald. Wenn ihnen etwas passiert, erfährt es niemand. Nach Stunden aufregender Motorradfahrt durch den Dschungel, die erste heiße Fährte. Zuerst riecht es nach frisch gefälltem Holz. Und dann hört man sie auch schon. 3 Holzfäller, die behaupten, legal zu arbeiten. Unsinn, meint der Padre, 99% sind ungesetzlich. Aber tun kann er nichts. Höchstens den Leuten ein schlechtes Gewissen machen. Doch selbst das funktioniert offenbar nicht. Ich habe in der letzten Zeit gut 100 Bäume gefällt, sagt der junge Mann, der uns seinen Namen nicht sagen will. Und in welcher Zeit, fragen wir? In 10 Tagen. Und dann geht ein weiterer Urwaldriese zu Boden, einer von Tausenden am Tag. Allein im vergangenen Jahr verschwanden im Amazonasgebiet Brasiliens 11.000 Quadratkilometer Regenwald, 12-mal die Fläche Groß-Berlins. Mit einem kleinen Tuckerkahn besuchen wir danach die abgelegene Gemeinde Santo Antonio, die in ihrem Kampf gegen die illegalen Holzfäller ganz auf sich allein gestellt ist. Padre Boin kann ihnen trotz seiner juristischen Ausbildung nur moralisch beistehen. Wo es kein Gesetz gibt, gilt das Recht des Stärkeren. Die Polizei, die Umweltämter, die Richter, fast alle stehen auf der Lohnliste der Holz- und der Sojaindustrie. Auch die Einwohner von Santo Antonio kämpfen dafür, dass ihre Heimat endlich zum Naturschutzgebiet gemacht wird. Denn ungezählte Sägewerke leiten ihre Abwässer in die kleinen Flüsse und vergiften das Trinkwasser. Doch die Holzindustrie reagiert auf den mutigen Widerstand der Dorfbewohner mit immer größerer Härte. Die Holzfäller haben es auf uns abgesehen. Sie haben jede Menge Polizisten engagiert, um uns anzugreifen. Das war sehr hässlich. Ich wurde von der Polizei geschlagen. Viele wurden festgenommen. 7 Holzhändler standen dort und die Polizisten haben ihre Maschinengewehre auf uns gerichtet. Worauf wartet ihr, habe ich gerufen. Wollt ihr Tiere töten oder Christen? Den Todeskommandos der Mächtigen sind in den vergangenen 20 Jahren allein in diesem Bundesstaat 450 Aktivisten zum Opfer gefallen. Der Preis ist lächerlich. Umgerechnet 4.000 Euro kostet der Mord an einem Geistlichen. Ein einziger gefällter Baum wirft für die Auftraggeber mehr ab. Ein Holzhändler zahlt einem armen Bauern 15 Euro für einen Baum. Daraus macht er 20 Kubikmeter Holz. Und die kann er für über 5.700 Euro verkaufen. Das ist sein Gewinn. Und der Bauer bekommt 15 Euro. Weit über die Hälfte aller Rodungen findet ausgerechnet in Natur- und Indio-Reservaten statt. Nicht nur mit der Motorsäge, sondern auch mit Feuer. Großgrundbesitzer vergrößern so jedes Jahr ihre Sojafelder und ihre Rinderweiden.
Wie sehr der Urwald des Amazonas Woche für Woche leidet, das sieht man an den Ufern der immer verschmutzteren Flüsse, in jedem einzelnen der ungezählten illegalen Sägewerke. Auch Padre Boeing selbst hat schon mehrere anonyme Todesdrohungen bekommen, die letzte vor ein paar Tagen per Mail. Und er hat große Angst. Doch für ihn gibt es keine Alternative zu seinem Kampf für eine bessere und gerechtere Welt, koste es, was es wolle. Manchmal sind auch für uns die Sprünge auf unserer Reise gewaltig. Von todkranken Indios zu ballspielenden Delfinen oder, wie jetzt, vom Kampf für den Regenwald zum Kampf ums gute Aussehen. So vielfältig sind der Amazonas und seine Menschen, dass uns manchmal schwindelig wird. Unsere letzte Geschichte handelt von Rosileni, die sich und ihre modischen Papiertütchen von ihrem Sohn und Chauffeur Raphael im Familienkahn durch die kleinen Kanäle schippern lässt. Rosilenis Verkaufsbesuche in den Pfahlhäusern werden geradezu herbeigesehnt von ihren Kundinnen. Die Diamantverkäuferin ist unterwegs im Auftrag der Schönheit. Das bedeutet nicht, dass sie dicke Klunker vertreibt. Dafür ist die Gegend um die Amazonasmündung viel zu arm. Diamantverkäuferin ist die höchste Auszeichnung der Kosmetikfirma für ihre mobilen Vertreterinnen und bedeutet, dass Rosileni viel verkauft. Um genauer zu sein, extrem viel. Duftwässerchen und Toner, Feuchtigkeitscremes und Shampoos. Es gibt nichts, was die begehrlichen Kundinnen Rosileni nicht abkaufen würden. Renner der Saison, Kakaocreme. Für eine Haut wie ein Kinderpopo. Das gibt einer Frau Charme. Eine stinkende Frau will keiner anschauen. Man kann noch so hässlich sein, man muss immer gut duften. Und es hilft beim Flirten, mit Sicherheit. Belém an der Mündung des Amazonas ist die Region Brasiliens, in der die Frauen am meisten Kosmetik konsumieren und die Männer dafür am meisten schuften müssen. Rosileni hat ihr Kosmetikvertriebsnetz im Dschungel so fein gesponnen, dass sie jedes Mal alle ihre kleinen Tütchen an die Frau bringt. Und manchmal auch an den modebewussten Mann. Sie geht niemals weg von hier, ohne dass ich was kaufe, selbst wenn ich Schulden habe. Eine Verkäuferin muss ungeniert sein, sonst verkauft sie nichts. Sie muss laut an die Türen klopfen. Nach dem Mittagessen machen die Leute manchmal ein Nickerchen, aber ich klatsche in die Hände und rufe: Hey, ist jemand da? Der nächste Tag und zugleich unser letzter ist ein ganz besonderer. Schon vor Sonnenaufgang haben Rosileni, ihr Mann und die beiden Kinder ihr kleines Bötchen adrett geschmückt und lenken es nun in Richtung Belém, portugiesisch für Bethlehem. Wir kommen in einer der katholischen Hochburgen Brasiliens. Der Amazonas ist voller geschmückter Schiffe und alle Passagiere strömen zur Kathedrale, wo gleich der größte christliche Umzug der Welt beginnt, der Sírio de Nazaré. Im Mittelpunkt des Treibens steht sie, die heilige Maria von Nazareth. Seit der Statue ein Wunder zugeschrieben wird, ist sie der Gegenstand innigster Gebete und herzzerreißender Gelübde. Die tiefgläubigen Nordbrasilianer rutschen kilometerlang auf ihren Knien, schleppen weißgetünchte Holzkreuze durch die Stadt oder sie tragen 8 Stunden lang ein 8 Kilo schweres Schiff auf dem Kopf, wie dieser Herr. Ich bin für Maria hier, Jesu Mutter. Ich habe einen Autounfall überlebt und bin nicht verrückt geworden. Jetzt zahle ich für mein Versprechen wie jedes Jahr seither. Der Sírio ohne die Marienstatue ist kein Umzug und der Sírio ohne meine Anwesenheit wäre auch ganz schön traurig. Doch das war nur ein zahmer Auftakt zur eigentlichen Prozession, an der in diesem Jahr über 2 Millionen Menschen teilnehmen. Abgesehen von uns versucht jeder mit aller Kraft, jenes dicke Seil zu ergreifen, an dem die Marienstatue durch die Stadt gezogen wird. Das Seil ist zwar 400 Meter lang, aber zu kurz für so viele Gläubige. Wer das Seil zu fassen kriegt, den belohnt Maria mit der Vergebung der Sünden. Nur knapp gelingt es uns, Rosileni und ihren Mann nicht aus den Augen zu verlieren.
Es ist sehr ergreifend, den Sirio zu begleiten. Es ist das Fest der Leute aus Pará. Es ist das große Fest des Glaubens. Es ist herzergreifend. Ich bin aufgeregt. Ich spüre die menschliche Wärme. Apropos menschliche Wärme. Wie bei jedem Marienumzug kollabieren bei 40 Grad auch in diesem Jahr reihenweise entkräftete und sonnenstichige Katholiken. Wenn die Maria von Nazareth in die Nähe einer Straßenkreuzung gezogen wird, dann steigert sich das Gedränge nochmals zum gefährlichen Entfernen. Niemand läuft mehr selbstständig, es wird nur noch geschoben und gezerrt. So sind die Brasilianer im Allgemeinen und die Amazonier im Besonderen. Gefühlsbetont, begeistert, entrückt und immer ganz besonders laut. Ein letztes Mal sehen wir die Kosmetik-Diamantverkäuferin Rosileni und ihren Mann im gelben Hemd. Doch bis zu ihnen sind es jetzt fast 10 Meter. Und das ist an diesem Tag einfach zu viel, um sich von ihnen noch verabschieden zu können. Mit Millionen Feuerwerkskörpern und dem menschlich ungeheuer warmen Trubel von Belém geht unsere Reise zu Ende. Wir lassen Maria von Nazareth und ihre 2 Millionen Fans unter uns zurück. Und wir bitten den Piloten, uns ein letztes Mal hinüberzufliegen, in Richtung Norden, zur Mündung des Amazonas. Wenn niemand etwas unternimmt, wird in 20 Jahren über die Hälfte des Regenwaldes zerstört worden sein. Katastrophal für das Weltklima, die Menschen, die hier leben und für die vom Aussterben bedrohten Pflanzen und Tiere. Aber noch begegnet man dem Mythos Amazonien und seiner Kultur der Lebensfreude. In den vergangenen Wochen sind wir eingetaucht in dieses gefährdete, gewaltige Paradies, wie in eine andere Dimension. Musik.